Die Semesterferien haben begonnen und ich hoffe, Sie sind gut durch die Vorlesungszeit gekommen, haben viel und eifrig studiert und gelernt. Vielleicht haben Sie sogar schon die ersten Klausuren hinter sich. Für viele von Ihnen werden die Klausuren dann jetzt in den nächsten Tagen und Wochen anstehen. Und da erreicht mich eine Frage tatsächlich immer wieder. Eine Frage, die die meisten von uns sehr gut werden nachfühlen können. Ich selbst kann mich daran erinnern, dass mich diese Frage natürlich im Studium und dann auch in der Examensklausur beschäftigt hat. Ich sitze da in der Klausur drin, habe den Sachverhalt gelesen und dann frage ich mich, welches ist die richtige Anspruchsgrundlage? Man hat so ein diffuses Gefühl davon, dass es eine sehr wichtige Frage ist, weil sie Weichen stellt für den weiteren Verlauf der Klausur. Wenn ich diese Frage richtig beantworte, dann bin ich gewissermaßen auf der Goldspur und habe gute Chancen, viele Punkte zu sammeln bei dieser Klausur. Und wenn ich mich hier etwas unglücklich entscheide, dann kann es sein, dass viele Punkte flöten gehen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es für Sie vielleicht ganz hilfreich, wenn ich Ihnen einfach mal drei Tipps mitgebe, wo ich glaube, wenn Sie die beherzigen, dass Sie eine sehr große Wahrscheinlichkeit haben, dass Sie sich bei der Anspruchsgrundlage gerade richtig entscheiden. Der erste Tipp lautet, versuchen Sie, das Anspruchsziel der Anspruchstellerin herauszufinden. Sie sehen ja eine Fallfrage unter Ihrer Klausur, da geht es darum, dass A von B irgendetwas möchte. Aber was ist es genau, was sie möchte? Da lohnt es sich, den Sachverhalt und die Fallfrage sehr, sehr gründlich und genau zu lesen. In der Regel haben sich die Klausurersteller und Erstellerinnen sehr, sehr konkrete Gedanken darüber gemacht, wie sie die Fallfrage und den Bearbeitungsvermerk formulieren. Und wenn da von einem bestimmten Anspruchsziel die Rede ist, dann ist von Ihnen wahrscheinlich erwartet, dass Sie auch auf dieses Anspruchsziel losgehen. Was können Anspruchsziele sein? Naja, all das, was auf der Rechtsfolgenseite einer Anspruchsgrundlage steht. Also A kann von B zum Beispiel Herausgabe eines Gegenstands verlangen, kann Übergabe und Übereignung einer Sache verlangen. Man kann von jemandem anderen verlangen, dass er einem einen bestimmten Geldbetrag zahlt. Man kann jemanden zur Beseitigung oder auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Man kann vielleicht auch einmal die Abgabe einer Willenserklärung verlangen. Wenn man sich direkt bei der Lektüre der Fallfrage und des Bearbeitungsvermerks versucht, dieses Anspruchsziel möglichst klar zu machen, dann fallen ganz viele von den vielleicht 50 Anspruchsgrundlagen, die Sie in Ihrem Juraleben bisher schon gelernt haben, fallen schon durch das Raster. Sie haben gewissermaßen einen Filter, der holt Ihnen aus der Vielzahl der möglichen Anspruchsgrundlagen schon mal einige heraus, die Sie in engere Wahl nehmen können. Im einfachsten Fall liegt das dann völlig auf der Hand. Also zum Beispiel, wenn es ein Anspruch ist auf Beseitigung und Unterlassung, dann haben Sie wahrscheinlich im Jurastudium gar nicht so viel mehr gelernt als das, was in § 1004 Absatz 1 BGB drinsteht. Es gibt auch andere Anspruchsgrundlagen, wenn zum Beispiel das Anspruchsbegehren dahin geht, dass ich die Rückabwicklung eines Vertrages möchte, dass ich möchte, dass mir jemand einen bestimmten Gegenstand rückübereignet. Dann geht es womöglich darum, dass ich einen Widerruf habe und deswegen das Widerrufsfolgenrecht bemühen muss, 357 folgende BGB, oder dass ich einen Rücktritt habe und deswegen das Rücktrittsfolgenrecht der 346 folgende bemühen muss. Es kann aber auch sein, dass es ein Problem gibt beim Vertragsschluss und dass das Ganze dann rückabgewickelt wird über das Bereicherungsrecht. Also der Blick auf das Anspruchsziel führt nicht immer zu der einen richtigen Anspruchsgrundlage, aber er hebt aus den vielen möglichen schon mal einige heraus, wo Sie sich dann näher anschauen können, welche von diesen wenigen dann für Sie die richtige ist. Und das bringt mich zu meinem zweiten Tipp. Das ist vielleicht von diesen drei Tipps der schwierigste. Versuchen Sie mal, aus dem Sachverhalt herauszulesen, vielleicht so ein bisschen sogar mit einem Judiz herauszuspüren, was die Problemschwerpunkte hier sind, wo die juristischen Probleme sind. Das gibt Ihnen schon einen Hinweis darauf, in welcher Art von Anspruchskategorie wahrscheinlich bei dieser Klausur die Musik spielt. Was meine ich damit? Nun, Sie alle haben wahrscheinlich auswendig gelernt, die verschiedenen Anspruchskategorien, die Sie fast schon sklavisch nacheinander abprüfen. Sie beginnen mit vertragsrechtlichen Ansprüchen, dann kommen Sie mit den vertragsähnlichen, dann GOA-Ansprüche, dingliche Ansprüche, deliktische, bereicherungsrechtliche und zum Schluss die Ansprüche aus angemaßter Eigengeschäftsführung. Das sind, wenn Sie wollen, 7 Schubladen, wo jeweils nochmal verschiedene Ansprüche drin sind, aber sind auch 7 Rechtsbereiche, die jeder so eine ganz andere Perspektive auf das Geschehen da draußen haben.
das Vertragsrecht, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, das ist dazu da, zunächst einmal, wenn wir zwei Parteien haben, die einen Vertrag geschlossen haben, dass das Leistungsprogramm dieses Vertrags erfüllt wird, da kann ich also jemanden auf Kaufpreiszahlungen in Anspruch nehmen. Oder wenn das Leistungsprogramm nicht richtig vollzogen wurde, wenn wir zum Beispiel einen Sachmangel haben bei der geleisteten Sache, dass ich dann bestimmte Möglichkeiten habe, um mit dieser mangelhaften Lieferung umzugehen, dass ich das kurieren kann, etwa über ein Nacherfüllungsrecht oder dass ich Schadensersatz verlangen kann. Vertragsrecht. Alles Probleme, die aus dem Vollzug eines Vertrags erwachsen. Vertragsähnliche und GOA-Ansprüche sind Situationen, die etwas anders sind. Da ist es noch nicht zu einem Vertrag gekommen, sondern da hat sich womöglich ein Vertrag angebahnt, CIC. Oder da wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, wenn man einen Vertrag gehabt hätte, GOA, aber es ist irgendwie nicht dazu gekommen. Dann die dinglichen Ansprüche, ganz anderer Charakter. Da geht es in der Regel um das Eigentum einer Person und um andere dingliche Rechte, die jemand für sich in Anspruch nimmt und die regelmäßig irgendwie beeinträchtigt werden. Zum Beispiel, weil ein Besitzer nach dem Ende seines Besitzrechts, wenn es überhaupt je ein Besitzrecht gab, die Sache nicht wieder herausgibt. Manchmal geht es auch um so Sachen wie den gutgläubigen Erwerb, wo man sich fragen muss, naja, besteht überhaupt noch das Eigentum bei dem X oder ist das Eigentum schon an die gutgläubige Y weitergegangen? Eigentumsrechtliche Fragen parken Sie gedanklich im Sachenrecht bei den dinglichen Ansprüchen. Dann das Deliktsrecht, das ist ja ein bisschen ein Sonderbereich für die ganz harten Sachen. Der Name Delikt sagt es eigentlich schon, Verkehrsunfälle, Körperverletzungen, böse Sachbeschädigungen, die spielen da eine Rolle. Das heißt, wir haben eigentlich so eine gewisse Bagatellschwelle, die erstmal überschritten werden muss, damit wir überhaupt ins Deliktsrecht kommen. Sie wissen, einfache Vermögensschäden sind beim Standardfall des 823 Absatz 1 nicht ausgleichsfähig. Und dann bleibt im Wesentlichen noch das Bereicherungsrecht, wo Sie wissen, da bügeln Sie das aus, was Sie bisher nicht ausbügeln konnten. Insbesondere werden Sie das Bereicherungsrecht anwenden, wenn es darum geht, gescheiterte Verträge, wo der Vertragsschluss als solcher schon unwirksam war, wieder rückabzuwickeln. Vielleicht haben Sie bisher dieses Raster an Ansprüchen im Kopf gehabt, aber haben sich womöglich noch nicht so ganz klar gemacht, was in diesen einzelnen Schubladen so drin ist. Versuchen Sie das mal in Ihrer privaten Arbeitsgemeinschaft, Ihrer Kommilitonin oder Ihrem Kommilitonen zu erklären, was das Sachenrecht von Ihnen will, was der Sinn dahinter ist, dass wir quasi vertragliche Ansprüche haben, etwa aus culpa contrahendo, warum es das Deliktsrecht oder das Bereicherungsrecht geben muss. Wenn Sie versuchen, dahinter zu steigen, was diese einzelnen Teilrechtsgebiete von Ihnen wollen, ich glaube, dann fällt es Ihnen wesentlich einfacher, beim Anblick eines Klausursachverhalts zu sagen, oh ja, das ist ein Problem, das spielt ganz klar im vertragsrechtlichen Bereich. Da sind Sie irgendwie zum Beispiel im 437 BGB und da müssen Sie schauen, in welche Menge Gewährleistungsrechte der Sie führt. Oder dass Sie gewissermaßen aus Ihrem Judiz heraus, aus dem Bauch heraus sagen können, nein, bei dieser Klausur wird das Problem im Sachenrecht spielen, denn wir haben hier das Problem eines gutgläubigen Erwerbs, wo jemand sagt, na, das ist, hat er gutgläubig erworben, er hat deswegen das Eigentum bekommen und die vorige Eigentümerin, die sagt, nee, mir ist die Sache abhanden gekommen. Und wenn Sie das Judiz entwickelt haben, dann wissen Sie sofort, da brauchen Sie nicht mehr groß im Vertragsrecht rumzurühren, da können Sie relativ schnell zum Sachenrecht fortschreiten. Lässt sich nicht so einfach mal theoretisch lernen, das braucht so ein bisschen Reflexion, deswegen sage ich, versuchen Sie das mal jemandem anders zu erklären, was so die Unterschiede zwischen den verschiedenen Anspruchskategorien sind. Ich bin mir sicher, das hilft Ihnen, dass Sie zielsicherer in der Klausur auf die richtige Anspruchsgrundlage zugehen. Natürlich kann es dann immer noch schwer sein, die genau richtige Anspruchsgrundlage herauszufinden. Wenn sich zum Beispiel zwei Rechtsbereiche überlagern, wenn ich zum Beispiel als Verkäufer jemandem eine Sache geliefert habe und der zahlt mir nicht, dann will ich, dass der mir die Sache herausgibt, zurückgibt und ich denke, naja, Herausgabe, das habe ich doch schon mal gehört, 985 und andererseits wissen Sie, die Herausgabe, die Rückgabe kann auch Folge eines Rücktritts sein. Und da wiederum ist es Ihr Judiz, das Ihnen vielleicht sagen müsste, eigentumsrechtlich ist so ein Fall wahrscheinlich nicht so problematisch. Wahrscheinlich habe ich das Eigentum sogar selbst aus der Hand gegeben, weil ich in Erfüllung des Kaufvertrages die Sache an meine Käuferin übereignet habe. Da hat der 985 nichts mehr groß zu suchen. Das Problem spielt eher auf der vertragsrechtlichen Ebene, weil auf der vertragsrechtlichen Ebene mir eine Geldzahlung geschuldet war und diese Geldzahlung ist nicht erfolgt. Also habe ich bestimmte vertragsrechtliche Möglichkeiten, auf dieses Problem zu reagieren.
wie gesagt, dieser zweite Tipp, dass Sie versuchen, ein bisschen ein Fingerspitzengefühl für die verschiedenen Anspruchskategorien zu entwickeln, ist sicherlich der schwierigste von den dreien, die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Aber diskutieren Sie das mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Die sind ja auch in Zeiten von Corona nicht aus der Welt. Und ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen hilft, in der Klausur dann ein gutes Fingerspitzengefühl für die Anspruchsgrundlage zu entwickeln. Und dann bleibt mir noch der dritte Tipp, der ist jetzt wieder ein relativ einfacher, ist natürlich auch leichter gesagt als getan, aber er lautet schlichtweg: Versuchen Sie, wenn Sie dann eine Anspruchsgrundlage vor sich haben, sich für eine entschieden haben, versuchen Sie dann nicht nachzulassen in der Sorgfalt, sondern versuchen Sie herauszufinden, welche der Tatbestandsvoraussetzungen problematisch sind und welche Sie schnell abhandeln können. Und wenn Sie irgendwann merken, naja, dieser Anspruch geht doch nicht durch, dann geht er halt nicht durch. Das kann auch ein valides Ergebnis Ihrer Anspruchsprüfung sein. Sie prüfen, haben manchmal auch negativ Befunde am Ende eine Klausur. Wichtig ist nur, dass Sie keine unproblematischen Sachen übermäßig ausbreiten oder dass Sie Sachen zu schnell abhandeln, weil Sie meinen, also irgendwie wissen, fällt Ihnen dazu nichts Schlaues ein, auch wenn Sie ahnen, dass hier vielleicht der Hase im Pfeffer liegen könnte. So ein typischer Fall, wo viele Klausurbearbeiterinnen und Bearbeiter zu ausführlich prüfen, sind die frühen Prüfungspunkte. Zum Beispiel bei vertraglichen Gewährleistungsansprüchen ist es häufig so, dass für den Kaufvertrag, der eigentlich völlig unproblematisch ist, dann sicherheitshalber am Beginn der Klausur doch lieber eine halbe Seite Begründungsaufwand hingeschrieben wird. Das ist in der Regel zu viel, wenn man sich ganz einfach geeinigt hat darauf, dass A von B etwas kaufen soll, dann kann der Kaufvertrag tatsächlich in einem Satz einfach abgehandelt werden. Und auf der anderen Seite, wenn Sie an einem bestimmten Punkt denken, oh, da weiß ich nicht ganz genau, dann wäre mein Ratschlag, dass Sie da versuchen, nicht irgendwie schnell drüber hinwegzugehen, in der Hoffnung, dass es irgendwie stimmt, sondern vielleicht liegen Sie auch da mit Ihrem Bauchgefühl gar nicht so schlecht. Wenn Sie da irgendwie so ein kleines Magengrummen haben, dann könnte das daran liegen, dass es tatsächlich ein Punkt ist, der zu diskutieren ist. Und wenn Sie ein solches Gefühl haben, dann machen Sie das Fass auf. Es muss kein Streit sein, den Sie auswendig gelernt haben. Es kann für Sie etwas Neues sein. So wird es Ihnen in der Praxis später regelmäßig ergehen. Dann gehen Sie halt hin und überlegen sich, wie Sie dieses Unwohlsein auflösen können. Wenden Sie dieses altbekannte Prinzip rechts-links-Mitte an. Also versuchen Sie, die eine Perspektive zu entwickeln, wie man das sehen kann, wenn man zum Beispiel unter dieses Tatbestandsmerkmal subsumiert und das, den Tatbestand bejaht. Und versuchen Sie auch, die Gegenperspektive einzunehmen und entscheiden sich dann für etwas. Selbst das Gute daran ist, selbst wenn das nicht stimmt, ja, wenn das kaum vertretbar ist, was Sie dann vertreten, wenn Sie das Fass aufgemacht haben und das gut begründet haben und das mein ernsthaftes Problem war, dann wird man Ihnen das nicht so übel nehmen, dass Sie an der Stelle falsch abgebogen sind. Ich weiß, bei all diesen Tipps leichter gesagt als getan, aber nehmen Sie es vielleicht mal mit. Tipp 1 nochmal für Sie: Denken Sie an das Anspruchsziel, versuchen Sie herauszufinden, was genau in der Fallfrage gefragt ist, was man, welches Anspruchsziel, welche Rechtsfolge man von Ihnen geprüft haben möchte. Das filtert schon sehr viele Anspruchsgrundlagen heraus. Dann zweitens versuchen Sie vielleicht auch im Gespräch mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen ein Gefühl dafür zu entwickeln, welches Rechtsgebiet welche Probleme löst und das dann auf Ihren Fall anzuwenden. Und dritter Tipp: Bleiben Sie bei der Sache, auch wenn Sie an der Weggabelung in eine Richtung abgebogen sind, und stellen Sie sich vielleicht auch selbst immer mal in Frage. Vielleicht nicht in jeder Sekunde, aber wenn Sie ein Unwohlsein haben, versuchen Sie damit konstruktiv umzugehen und nicht einfach darüber hinwegzuschreiben. Ich hoffe, dass es Ihnen mit diesen Tipps gut gelingt, durch die Klausurenphase zu kommen. Ich bin mir sicher, Sie werden das großartig machen. Wenn es im Einzelfall nicht so gelingen sollte, wie Sie sich vorgestellt haben, das ist nicht schlimm. Jeder von uns ist mal gestrauchelt, ist hingefallen, ist wieder aufgestanden, hat seine Krone wieder gerichtet und ist weitergegangen. Im Examen spätestens werden Sie die Früchte davontragen, werden Sie ein super Ergebnis hinbekommen, davon bin ich überzeugt. Ich wünsche Ihnen dafür natürlich, aber erst einmal für Ihr weiteres Studium und die Klausuren, die vor Ihnen liegen, alles Gute, eine gute vorlesungsfreie Zeit und bis bald.